Hier ist der Blickpunkt Arnsberg-Sunder-Meschede. Die Woche im Überblick, Ausgabe Kalenderwoche 22. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Provinzial Schröder, Teetampel und Ufer, Ihre Geschäftsstelle für Versicherungen in Arnsberg. Ich bin Patrick Feldmann, guten Tag, und das sind die wichtigen Themen. Möglicherweise wird eine Entscheidung über die Gastronomiefläche am Sorpesee-Vorbecken in Sundern-Ameke schon bald fallen. Der Stadt liegen zwei Angebote vor. Die Betreiber des bisherigen Provisoriums Airstop auf der Halbinsel haben dem Haupt- und Finanzausschuss jetzt ihr Konzept eines Strandcafés mit Kartoffelhausangebot vorgestellt. Der zweite Interessent musste seine Vorstellung vor dem Ausschuss kurzfristig absagen und soll noch vor der Sommerpause Gelegenheit bekommen, die Vorstellung seines Konzepts nachzuholen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese wird in Zukunft der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe angehören. Die Agentur kümmert sich als Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter anderem darum, Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte zu koordinieren. Als Sauerländer wisse er, wie wichtig beispielsweise Holz für die heimische Wirtschaft sein kann, so Wiese, der sich darauf freue, in seiner neuen Position auf das große Potenzial nachwachsender Rohstoffe aufmerksam zu machen. Der neue Kreisvorstand der Jungen Union im HSK hat in seiner konstituierenden Sitzung drei inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. In drei Arbeitskreisen sollen vor allem die Themen Regionales, Wirtschaft und Soziales bearbeitet werden. Regionales umfasst konkrete Themen wie die Regionale 2015, aber auch die demografische Entwicklung und die Digitalisierung. Wirtschaft soll sich um Mittelstandsthemen, aber auch um Start-ups kümmern und der Arbeitskreis Soziales soll sich auch um familien- und gesundheitspolitische Fragen kümmern. Der HSKJU-Vorsitzende Marcel Tillmann hofft außerdem, durch intensive öffentliche Debatten wieder mehr junge Menschen für Politik interessieren zu können. Weitere Meldungen. Die Stadt Sundern ist besorgt über die Nutzung der Baumgräber auf dem Friedhof in Enkhausen. Diese seien pflegefrei, was aber auch bedeutet, dass sie nicht bepflanzt oder geschmückt werden dürfen. Trotzdem fänden sich viele Pflanzen, Schalen, aber auch persönliche Gegenstände wie Werkzeuge an den Bäumen. Die Stadt bittet daher die Betroffenen, diese Gegenstände zu entfernen, bevor sie selbst tätig werden müsse, auch um den anderen Nutzern gerecht zu werden, heißt es. Der Arnsberger Stadtbrandinspektor Martin Kenzler bleibt für weitere 6 Jahre der stellvertretende Leiter der Arnsberger Feuerwehr. Der Mischeder ist seit 1977 ehrenamtliches Mitglied und seit 2012 stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Die Leiter der Löschzüge und Gruppen hatten sich schon im Januar einstimmig für Kenzler ausgesprochen, der jetzt von Bürgermeister Ralf-Paul Bittner die Ernennungsurkunde überreicht bekam. Und das wird in den kommenden Tagen wichtig. Wegen des Feiertages Fronleichnam am Donnerstag wird der Wochenmarkt in Sundern auf Mittwoch vorverlegt. Von ca. 10 bis 12 Uhr wird es dort auch eine Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Ralf Brodel geben. An Fronleichnam wird in Arnsberg-Vosswinkel das Jugendreitturnier ausgetragen. Mit 160 gemeldeten Starts wurde der Nennungsrekord von 2015 in diesem Jahr nochmal überboten. Das Turnier wird von der Jugendabteilung des Zuchtreit- und Fahrvereins Vosswinkel organisiert und soll auch den jüngsten Reitern die Möglichkeit geben, Turnierluft zu schnuppern. Das Wetter für diese Woche. Die Woche startet mit viel Sonne und bis zu 32 Grad. Dabei sind immer wieder auch Hitzegewitter möglich. In der zweiten Wochenhälfte kommen mehr Wolken auf uns zu, die auch mal Schauer bringen. Und Richtung Wochenende wird es dann wieder sonniger und mit bis zu 24 Grad etwas kühler als zum Start in die Woche. Und das war die Woche im Überblick auf blickpunkt-arnsberg-sundern-meschede.de. Ich bin Patrick Feldmann, Ihnen eine schöne Woche. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Provinzial Schröder, Teetampel und Ufer, Ihrer Geschäftsstelle für Versicherungen in Arnsberg.